schaut es euch an, wie es in Wien ausschaut. Da wird nur gebaut, ein Haus nach dem anderen. Und da haben wir die Donau und die Riesenbrücke. Naja, schaut euch das an. Verkehr geht, nicht so schlimm, aber doch. Jetzt kommen wir bald zum Action. Und da habe ich mein Weihnachtsgeschenk vom Onkel Wolfadon. 100 Euro. Jetzt fahren wir mal in die Curve. Wow! Da gibt der Onkel Wolfadon immer extra Gas, damit ich mich auch fürchten tue. So, jetzt müssen wir wieder Stäbler. Genau, 16:30 Uhr. Dann. Juhu, wir sind im Stadion Center. Jetzt versuchen wir gerade einen Parkplatz zu kriegen, aber es schaut gar nicht so schlecht aus. Also ich hoffe, dass da nicht so viele Leute. Onkel Wolfgang fährt gerade über den Hügel. Ja, wir haben einen Parkplatz. Da ist eine Schlange. Aber ich gehe zum Teddy. Na, gehen wir heute einmal zum Teddy. Schaut einmal. Ich hoffe, dass da alter stehen auch schon ein paar Leute, aber bitte. Na gut. Teddy. Hallo Mäuse, ich stehe schon wieder im Bastelparadies und wo gehe ich natürlich hin? Ich bleibe meinem 1-Euro-Prinzip treu, auch eh ohne Babywollfaden und werde mich da jetzt natürlich einmal durchgucken mit den 1-Euro-Angeboten und werde dann ein bisschen einkaufen. Ja, da sind wir schon einmal Glitzer. Ja. Diesen Glitzer brauchen wir, weil das ist glitzerig. Diesen Glitzer brauchen wir, das ist glitzerig. Oh, ich liebe es, oh mein Gott. So, ich möchte jetzt ein bisschen mit meinen Schätzen alleine sein, ja. Ihr seht es ja daneben, was ich eingekauft habe. Oh mein Gott, es gibt 0,55. Naja gut, das muss man machen. Führt euch dabei. Kinder, schaut euch mein Wagerl an. Maria, wie eine Ertrinkende geht man da durch die Gänge. Aber es ist recht angenehm. Die Leute gehen auch nicht auf die Nerven. Und man kann in Ruhe schauen und gustieren. Und ja, also ich finde es gar nicht so schlimm. Die Leute sind auch ganz cool drauf. Ja. Also ist nicht so schlimm. Das Einzige, was ich mal suchen würde, wäre so eine Schreibtischunterlage, die ich aber nicht finde, weil meine ja schon kaputt ist ein bisschen. Aber ich gucke mal weiter. Jetzt habe ich beim Teddy schon so viel. Ja, ja. Kinder gibt es natürlich immer, die irgendwie herumquengeln und schreien. Aber das stört uns ja nicht. Schauen wir da mal noch ein bisschen herum. Aha, Konfetti haben wir da. Brauchen wir aber nicht. Ja, weil Teddy muss ich ja selber zahlen. Ich habe ja nur einen Gutschein für den Action. Deswegen strandel ich da jetzt mal durch und gucke, was es hier gibt. Ui, da habe ich schon wieder Sachen entdeckt. Ach Gott, die Sorge. Schaut mal die Blumen an, die Rosenblätter. Ui, die sind auch schön, ha? Ich fahr, soll ich es mitnehmen? Nein, ich bin ein bisschen sparsam, ha? Da haben wir ganze Blumen.
Ich hoffe, es ist echt Blitzer. Blitzeräpfel. Oh, die Vase ist auch schön. Oh, der Froschkönig. So. Sie suchen. Ich hoffe, ihr könnt es alles schön sehen und ich schleudere euch nicht mit der Kamera hin und her. Aha, Asche, gell? Weiß alles. Ich sag's euch, Kinder, die Maske macht mich fertig. Ich krieg nicht einmal gescheit Luft da. So, das habe ich ja für mein, so ähnliches habe ich für meine Tiroler Wind gemacht. So, da sitzt es. Ja, la, 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 la. So, jetzt muss ich mich ausstellen. Lang Tirolfahrten wird auch schon warten auf mich. Und ich will ja seine Geduld heute nicht strapazieren, weil jetzt ist er noch gut drauf. Na gut, bis dann, bis zum Eckziehen. Puschi. Tja, meine Zuckermäuse. Ich bin jetzt um 64 Euro ärmer vom Daddy. Und dafür habe ich ein riesengroßes Sackerl voll mit schönen Glitzer und Klinke Sachen. So, und jetzt stelle ich mich beim Eckziehen an. Tja, das ist eine etwas längere Schlange. Aber Onkel Wohlfahrten ist irgendwo in den Gefilden des Stadioncenters unterwegs, aber ist ja wurscht. Ja. Na super. Da geht die Schlange schon um die Kurve. Aber wir wären doch keine richtigen Actianer, wenn wir da nicht warten würden, gell? Naja, ich bin gespannt, wie lange es dauert. Quietsch, quietsch, quietsch. So. Na gut. Dann lasst uns anstellen. Schön brav im 2 Meter Abstand. Na genau. Ah, ich sage euch's, Kinder. Aber es macht Spaß. Es ist so schön. Schau, die Leute. Jeder geht irgendwie herum. Ja, jeder schaut. Na schau. Und keiner wird krank werden wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. Oha. Natürlich. So. Diesen Eindruck habe ich euch eingefangen. Das ist das Stadioncenter da in Wien. Ja, also. Ich rühre mich dann wieder, meine süßen Puschel dabei. Pfiat euch. Tja, meine Zuckermäuschen, jetzt habe ich mal den Onkel Wohlfaden mit dem Daddy-Sack, ja, wisst ihr, das Daddy-Sackerl habe ich ihm angehängt. Jetzt ist da wieder leer, jetzt kann ich da wieder, wisst ihr, beim Action. Ich stehe schon vor dem Nebelgeschäft und nähere mich da dieses Einganges. Ich glaube auch schon den Nebel zu spüren. Ich hoffe, ihr hört mir mit dieser depperten Maske. Ich kriege gar keine Luft. Gescheit. Ich weiß nicht, ob das drum gesund ist. Ich meine, da atme ich da einen Klump wieder zurück. Aber ist okay. Hallo Action. Dass man so ist auf ein Geschäft, gell? Ich verstehe es nicht. Ja. Naja. Ich bin jetzt, glaube ich, bald, wie viel haben wir noch? 2, 4, 6, 8, 10, 11 Menschen sind, die mich noch trennen. Und schaut einmal, genau, seht ihr den Nebel? Der geht auch durch die Masken durch, ich sag's euch. Habt schön, na super. Und die Masken haben wir unten und mir ist eine fest, das ist toll. Sehr schön. Bisschen Spaß machen muss man auch. Onkel Wohlfahrten ist auch noch immer ganz ruhig, was mich eigentlich sehr verwundert, aber okay. Man möge ihm nicht reizen, dann bleibt er.
Er hat zwar ein bisschen unverständnisvoll in das Teddysackerl hineingeguckt, aber ja, er ist nicht so der Shopper. Er mag das nicht. Deswegen wundert es mich eigentlich sehr, dass er sich heute breitschlagen hat lassen, dass er mit der Tante Wolfaden daherfährt. Naja, auch Männer werden ruhiger im Lockdown. Klopf nicht, wenn ich rede. Steht einer hinter mir und klopft blöd. Ärger mich schon wieder. Ja, Kinder, ich seh's, schaut, 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 immer näher, immer näher. Da, 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 da. Ui, 1, 2, 3, 4, 5. Tack, 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 wird nicht dabei. Babys, ich bin beim Action. Und nun geht's los, da, 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 da. Ich möchte gerne unter mir, wir wollen unter uns sein, das Action und ich. Tschüssi. So, meine Mäuse, schaut einmal in armen Tante in Onkel Wolfhaden an. Da ist nur das dritte Sackerl. Er ist nur immer gut drauf, er ist nur immer nicht bösartig. Er lächelt mich noch an. So, jetzt haben wir alles. Also ich habe von meinen zwei Action-Gutscheinen, die im Wert waren von 100 Euro, habe ich zurückbekommen 2,58 Euro. Tra, tra. Also ich bin sehr, sehr brav gewesen. So, jetzt trippel ich Onkel Wolfhahn hinterher, weil der möchte und hat es auch verdient, sein Sushi will er essen. Da gehen wir jetzt hin. Ich bin ein bisschen gestresst. Ich sage es euch offen, ehrlich, diese depperte Massen, ich kriege keine Luft. Ich gebe es jetzt ab, mir ist das wurscht, weil ich kriege keine Luft mehr. Das ist furchtbar. So, dann stehen wir da alle und schauen wir jetzt blöd auf, weil die Masken abgegeben habe. Mir ist das scheißegal. Wir sehen uns dann zu Hause, meine Süßen, wenn ich auspacke. So, Sushi. Hat er sie verdient, heute war er brav. Vier Töchter, wer Bussi. So, jetzt sind wir wieder im Auto, Gott sei Dank. Jetzt haben wir sie Sushi gekauft. Onkel Wolfhaden hat Sushi. California Maki und normal California Maki. Ich hab da vom Action was Gutes. Und ich habe mir genommen, was ist das Gutes? Nudeln mit Reis. So, warte mal, Schatz. Und jetzt sitzen wir gemütlich im Auto und haben diese depperte Masken endlich unten, weil mir tun die Ohren weh und ich kriege keine Luft mehr. So, schaut mal, wie lecker das ausschaut. He? So ein bisschen Boxen essen, aber ja, ist ja wurscht, gell? So, meine Süßen. Ja, Onkel Wolfhaden lasst es schmecken. Tante Wolfhaden auch. Und wir sehen sie dann wieder. Busselt dabei, pfiat euch. So, jetzt fahren wir wieder heim. Wie seht, es ist schon dunkel. Aber es war ein ganz ein gemütliches Einkaufen, gell, Onkel Wolfhaden? Mhm. Sag mal ja. Ich sag mal ja. Ich darf auch nichts anderes sagen. Nein, es war nicht stressig, die Leute waren nicht blöd. Beim Action war eben, wie gesagt, die große Schlange. Das war aber das einzige Geschäft. Und das Essen, was wir gegessen haben, war teilweise gut. War ein bisschen trocken, gell? Aber ist gegangen, ja, war nicht so schlecht. So, und jetzt fahren wir heim zu unseren Putzis. Und dann gehe ich in mein Türmchen und mach meine Holz. Lalala. Und die Wolfhaden winkt so auf gut Deutsch. Ja, geh auf in dein Türmchen und tschüss. So ja, ist er. Und er kann fernschauen. Jetzt habt ihr mal gehört, wie er immer ist, gell? Na gut, also bis später, pfiat euch, baba. Ja, ich tue sie eh nicht im Film und so. Ja. So, Onkel Wolfhaden schleppt sich ab. Ich hab das deswegen jetzt da, weil damit sind wir meine Hundebabys sitzt. Ja, da gehe ich heim. Und die Erstrahlung, das sind wir. Ui, da hört's schon die Mäuse.
Warte, jetzt machen wir auf und dann kommen die Mäuse raus. Warte, ein bisschen. Wuff, 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 wuff. Babys, hallo Babys. Ja. Ui, da ist der große Noah. Hallo Schatzilein. Jo. Wo ist denn das Zwergi? Zwergile, Wutzibär. Hallo, ja, hallo. Hallo Schatz. Hallo Baby. Jamie, komm her. Jamie, ja wow, du Schatzelmausel, du. Noi, ja was ist mit dem Knochen? Jo, hau, wow, wow. So, das ist Onkel Wolfhoden. Ja, hallo Schatzi. Boink. Ja, Schatzi, 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 Schatzi. So weiter, wow, 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 wow. Ja, so werden wir immer begrüßt. Da ist der Schatz. Hallo, mein Schatzi. Noah, ja, weiter, wow, 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 du großer Schatz. So, jetzt sind wir zu Hause. Hallo, Schatzelmausel. Jetzt tun wir alles aufräumen, mein Babyle, Schatzi, Mausi, Kindi, Bär, ja, servus, meine Mausel, da bleiben Schnuckipitz. Ja, wow, wo ist denn der Noah? So. So, jetzt habt ihr alles gesehen. Ja, hallo Schatzi, Schatzi, Schatzi. Noah! Nöchen! Nöli! Da, seht's mich? Uhu! Ja, Schatzilein, du! Du großer Bub, du! So, also.